Mahlzeit. Morgen schlägt die Stunde der Wahrheit, weiß jeder, Halbfinale gegen den Gastgeber. Brasilien muss allerdings ohne Neymar und Thiago Silva auskommen. Elementare Schwächung oder schweißt das mehr zusammen? Wen soll man sonst fragen als den kompetentesten, erfahrensten Trainer im Ländle, Carsten Neitzel, Chefcoach des Drittligisten Holstein Kiel. Herr Neitzel, haben die Brasilianer jetzt noch eine Chance ohne die beiden genannten Spieler, den Superstar und den Kapitän? Also ich denke, ohne da wirklich Internas zu wissen, logischerweise, dass die Brasilianer, glaube ich, davon einen richtigen Schub nochmal bekommen können. Auch wenn das für den Neymar also sehr, sehr bitter ist, diese Verletzung, die er da hat, glaube ich, dass die Brasilianer davon profitieren können. Ja. Man hat ja bis jetzt immer gemerkt, gehört und gelesen, dass die Brasilianer sehr, sehr untypisch spielen für Brasilianer. Es geht mehr ums Ergebnis, die richtigen brasilianischen Spielzüge, die brasilianischen Kombinationen kommen nicht so zum Tragen, weil auch viel auf Neymar zugeschnitten ist. Das hat man auch, also das habe ich auch immer so im Gefühl, wenn man sich die Spiele der Brasilianer anschaut. Und deswegen glaube ich, da der alte Spruch, da wo eine Tür zugeht, da geht auch wieder eine Tür auf, glaube ich, dass die Brasilianer vielleicht sogar etwas runter ins Spiel kommen und es gar nicht so eine große Auswirkung hat. Nächstes Stichwort ist natürlich die Schiedsrichter, wo unter Neymar jetzt auch gelitten hat. Ist Ihnen irgendwie besondere Schwächen aufgefallen? Sie sind leidgeprüft aus der dritten Liga in der vergangenen Saison. Da waren viele eher junge Unparteiische, die herangeführt werden sollen. Hier bei der Weltmeisterschaft geht man davon aus, dass es die Besten sind. Trotzdem reißt die Kritik an den Schiedsrichter nicht ab. Ja, also ich gehe auch mal davon aus, dass die besten Schiedsrichter bei der WM die Spiele leiten. Da bin ich davon überzeugt, dass das die Besten sind. Dass Fehlentscheidungen immer wieder vorkommen, das ist in der dritten Liga so, das ist in der Kreisliga so, das ist in der Champions League so, das ist jetzt auch bei der WM so. Ja? Aber die Spiele werden schneller, die Entscheidungen werden immer kniffliger. Und deswegen muss man, und da müssen wir uns ja alle den Schuh anziehen, muss man gewisse Dinge ganz einfach akzeptieren. Und ich finde, dass grundsätzlich die Leistungen der Schiedsrichter bei der WM in Ordnung sind. Diese Ausreißer nach oben und nach unten sind natürlich genauso da wie im Liga-Alltag. Und für mich persönlich war nur eine Situation, finde ich, relativ schmerzhaft. Jetzt nicht für mich persönlich, aber für die Mannschaft. Fand ich beim Auftaktspiel den Elfmeter, den man da gegen Kroatien gibt, weil so ein Pfiff kann dann schon viele Dinge mal in die eine Richtung bzw. auch in die andere Richtung lenken. Aber ansonsten gab es natürlich ein paar Fehlentscheidungen, ja, die auch in den einzelnen Landesverbänden mit Sicherheit ganz, ganz anders diskutiert werden, als wie wir das jetzt hier machen. Aber es wird immer so bleiben, und da gehe ich ganz stark davon aus, dass es so bleiben wird, dass alle Schiedsrichter, die irgendein Spiel leiden, egal auf was von der Ebene, egal auf was vom Leistungslevel, ihr Bestes geben, unparteiisch in die Spiele gehen und so entscheiden, wie sie es gerade in der Sekunde dann auch spielen. Wollen wir mal das Beste hoffen. Morgen pfeift der Kollege aus Mexiko, der die Luis Suarez-Beißattacke übersehen hat. Einen Fehler kann man ja mal machen, einen Kardinalfehler, dann ist ja der Kardinalfehler auch schon damit erledigt. Hoffen wir also das Beste. Und noch eine Abschlussfrage, bevor natürlich der obligatorische Ergebnistipp kommt. Nehmen Sie was von dieser Weltmeisterschaft für Holsteins Drittliga-Alltag mit? Nennen wir ein Stichwort Ergebnis statt Erlebnis? Oder ist das vom Niveau her überhaupt nicht vergleichbar, zumal Turnier und Punktspielalltag sind ja sowieso zwei Paar Schuhe? Ja, für mich das... Das prägendste Erlebnis bis jetzt bei dieser WM war gar nicht so sehr ein Spiel, sondern war für mich ganz einfach das Interview von Pierre Mertesacker nach dem Frankreich-Spiel. Jetzt nicht nach dem Algerien-Spiel. Ich habe gerade nochmal im Netz nachgeschaut. Wenn du bei YouTube Pierre Mertesacker Video nach Spiel WM eingibst, dann kommt natürlich 48.000 Mal dieses Interview nach dem Algerien-Spiel, was für mich ein Interview war, wie man es geben darf, wie man es auf jeden Fall geben darf. Sie meinen das Eistonnen-Geschichte? Ja. Das finde ich jetzt gar nicht so prickelnd, das Interview viel prickelnder und inhaltlich viel, viel besser war das Interview von Pierre Mertesacker nach dem Frankreich-Spiel. Mertesacker hatte bis dahin alle vier Spiele gemacht und dann hat ihr Bundestrainer zum ersten Mal im Viertelfinale gegen Frankreich draußen gelassen und dann stellt sich ein Mann wie Pierre Mertesacker mit der Erfahrung, mit dem Können,
so vor die Kamera, dass man einfach nur sagen kann, das sollten sich mal ganz, ganz viele Spieler anschauen, worum es eigentlich im Fußball auch geht. Nicht nur, aber es geht um Teamspirit, es geht darum, dass man, und das hat der Merzager gut gesagt, man muss auch mal gönnen können. Und da kann ich einfach nur als Hinweis geben, sich das Interview nochmal ganz genüsslich und in Ruhe anzusehen, anzuhören und dabei den Kopf ein bisschen einzuschalten. Das ist sehr, sehr empfehlenswerte Worte. Das ist mir auch sehr aufgefallen, muss ich schon sagen. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Ergebnistipp für das Spiel gegen Brasilien. Das meinst du, wie geht's aus? Jetzt ist es relativ eng. Ja, jetzt kommt es nicht mehr auf, glaube ich, auf irgendwelche großartigen Dinge an. Jetzt wird es auf die Tagesform ankommen, auf den einen entscheidenden Fehler, den man vielleicht macht, oder auf zwei, drei gute oder überzeugende Dinge, die man nach vorn spielt. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das Spiel so ausgehen wird wie unser Landespokalfinale gegen Weichflensburg. Okay. Aber für Deutschland. Das wäre natürlich für die, die es jetzt nicht so in Erinnerung drauf haben, dass es nach Elfmeterschießen 14-13, glaube ich, ne, ausgegangen. Das wäre für die Fußballnation natürlich ein Dienstagabend, der dann in Herzinfarktnähe gerät irgendwo, aber wird natürlich an Spannung auch tatsächlich mit zu überbieten. Wäre prima, wir würden uns freuen. Ich sage schönen Dank, Herr Neitzel. Und wir sehen uns morgen 15 Uhr, werden dann anspitzen vor dem Halbfinale. Und denkt dran, immer schön tranquilo bleiben.